Jamil Big Time McLean. 10,2 Kilogramm. Das Ganze verteilt auf 2 Meter. The Russian Giant Valuyev. Die Klasse. Die Nikolai Valuyev, der ist hier hängt. Komplett austrainiert. In sehr guter Verfassung vor. Und ist gewillt. Valuyev, naturgemäß jemand, der aus der langen Distanz heraus mit seinem Tauchen Kombinationen zu schlagen. Er hat das, was die Amerikaner Handspeed nennen. Von Jamil McLean. Schnelle Attacke. Von Valuyev, die halbwegs im Ziel war. Schwerer Kampf für ihn bisher. Holland und Don King, beide beteiligt. Für diesen und für den nächsten. So Wilfried Sauerland gestern im Gespräch. Deutlich zu sehen auf der Außenbahn. Und McLean mit einer guten Attacke. Wo der Russe schiebt und drückt und mit seinem 25 Kilo Körpergewicht sehr viel mehr. Gute Rechte diesmal eingehalten im Lager von Jamil McLean, der von Papa Recke von Nikolai Valuyev, sein Trainer, möchte immer, dass er auch Betreuer dort fungiert, glaubt, dass der Schlüssel zum... Valuyev in dieser Runde ein bisschen besser. Zuschlagen und treffen. Treffen, nicht warten. Mach das. Mach das Beste draus. Er macht auf Distanz. Völlig richtige Erkenntnis von Nikolai Valuyev. Denn genau das ist. Und wie das ist, gegen einen so langen zu boxen, hat er im Sparring mit Jude. Da war sie mal. Der Doppeljab. Den dritten Mann im Ring. Und guter. Bisher lässt er keine Kraft in diesen Schiebereien, was größer macht. Zwei, dreimal durchschnauft und Kraft sammelt für solche Angriffe. Mir McLean, der dort stürzt ohne Schlagwirkung, ausgerutscht. Denn er kann ja nichts dafür. Die Regel ist eindeutig. Jetzt die Situation nochmal an. Da knickt er weg ohne irgendeine... Da kann man nicht weitermachen. Was für ein Pech